Zack, 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 zack. Dann können alle fünf. Hallo? Jetzt kommt schon bitte, Jungs, ja? Da wieder runtergehen, in die Ecke. Aber ich müsste mal ganz kurz die Schiffe hier oben umbenennen. Das sind die Öltanker. Die mittlerweile sogar Zeug drin haben. Na, ein bisschen, aber nur nicht viel. Schade. Arbeitskleidung. Arbeitskleidung. Ich glaube, wir haben die Namen noch nicht vollständig. Tierfutter. Da fehlt uns nämlich. Genau, das ist nämlich, was ich meinte. Da haben wir nämlich ein paar nicht umbenannt. Bier. Schnaps. Schweine. Schnaps. Mehr Druck im Kessel. Und Bier. Das sind die beiden gewesen. Super, jetzt machen wir nochmal ganz kurz zwei neue Schiffe hier, die sich Seife nennen. Kisten unter Deck. Und, ja, ne, das ist eigentlich auch schon der Plan. Seife. Mehr Druck im Kessel. Und Seife. Dann gehen wir auf eine Route, gehen natürlich runter, weil, das kommt natürlich jetzt hier ganz schön, in Einwohner für Foxkill rein. Das heißt, Einwohner für Foxkill. Und Seife. Wunderbar. Name ist auf jeden Fall Programm hier, ne? Immer die falsche Richtung, ne? Willst du mich jetzt trollen? Ach, da. Ich wollte schon sagen. Von da nach da. Seife haben wir hier. Wunderschön. Und dann ist die da schon drin. Damit ist nämlich die Insel Foxkill vollständig beliefert und fertig. Also, nicht vollständig fertig, aber zumindest von der Belieferung her. Ah. Das heißt, der nächste Schritt ist da getan. So. Jetzt können wir hingehen. Und da allerdings noch einen zweiten Halt hinzufügen. Und zwar den hier. Nicht wer droht, sorry. Den hier. Um die ihm zu verkaufen. Weil der Überschuss wird natürlich direkt schön im Gefängnis vertickt. Kartoffeln wären theoretisch auch drin, aber das sparen wir uns. Das ist nicht so viel Geld. Außerdem sind die Kartoffeln eh abgezählt, die wir brauchen. Und Seife habe ich jetzt 10 Überschuss gerechnet. Da war aber noch nicht in der neuen, nicht neuen, weil sorry, da wir noch nicht im Cup gebaut haben, haben wir sowieso noch einen großen Überschuss und dann können wir das lieber kurz zum Geld verwandeln, solange es eh ein Überschuss ist. Das gleiche eigentlich mit Bier auch. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Deswegen will ich hier sogar noch ein drittes Schiff hinzufügen. Das machen wir aber gleich. Dass sie halt hier noch ein drittes für die Fahrt haben, weißt du? Oder sogar ein viertes, weil es so weit weg ist. Weil Bier verkaufen wir dann hier hin. Da reicht ein drittes, glaube ich. Da machen wir noch ein viertes, glaube ich. Genau, weil Bier kriegt noch einen neuen Halt bei der Inne Harlow. Die kauft ja Bier. Das gleiche übrigens mit Schnaps auch, aber Schnaps habe ich abgezählt, da verkaufen wir nichts von. Genau, Bier. Und entlädt auch Bier. So. Jetzt müssen wir das ganze Schiff umbenennen. Eins in Bier. Das ist schon mal der hier. Und zweimal Schnaps, die ich jetzt nicht hier habe, glaube ich. Machen wir ganz kurz hier hinten. Nennen wir, nicht Schnaps, Seife. Hervorragend in den Kram. Seife, so und so. Route, Seife. Seife. Falsche Richtung, perfekt. Und Seife. Dann sollte das mit dem Handel schon gut funktionieren und Bier ebenfalls. Da. Jetzt so. Nur noch hier rausschmuggeln. Perfekt. Dann sollte das funktionieren. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz in die alte Welt gehen. Gucken mal ganz kurz, ob die Seife kriegen.
Sollten sie eigentlich, aber das Handeln dauert tatsächlich halt lange. Also nächstes Ziel ist erstmal hier upgraden alles. Mehr Druck im Kessel. Aber rein in der Theorie sollte es jetzt bald funktionieren. Weißt du, wir können jetzt schon mal kurz anfangen. Den will ich sowieso so weit weg wie möglich machen. Tatsächlich. Die Epidemie wurde besiegt. Dann da rein. Den machen wir dicht und ziehen ihn auch hier hin. Wahnsinn, ist die Straße direkt mit weg. Perfekt. Gut. So, machen wir jetzt hier eine Speicherstadt rein. Plus Konto natürlich, weil der kommt natürlich dazu. Jetzt zollen die euch alle ganz kurz rum, weil das Ziel nicht erreichbar ist. Das ist mir aber egal. Ja, passt schon so. Ist egal. Speicherstadt. Die kommt natürlich auf die Straße. Aufs Wasser, nicht Straße, sorry. Würde ich ja hier hinsetzen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, glaube ich, jetzt hier. Setzen wir einfach hier rein. Schön. Weil wir brauchen da jetzt auch noch Zeug. So, und zwar quasi alles. Dann ist doch die Frage, ob wir das nicht hierhin liefern, das ganze Zeug. Sondern lieber dahin. Das ist ja noch ein bisschen zentraler. Dann machen wir nämlich dieses Zwischenhandel, ist ja eh ganz unten. Nicht nach Hibiscus Path, sondern dahin. Weißt du? Dann könnt ihr nämlich alles schon mal mitnehmen, was ihr hier habt. So wie Beton ist eh voll. Abdrehen beginnen. Nehmen wir trotzdem mal ganz erst die kleinen Sachen mit. Beton kann ruhig Zeit lassen. Beton brauchen wir eh nicht so viel. Wendemanöver. Aber einmal von jedem Schiff zumindest einen. Zum Horizont. Zack. Nach oben. Dann so. So. Oh mein Gott. Die ganzen Schiffe. Ja, hier werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viele in der Speicherstadt benötigen, die da sich jetzt dann bedienen können. Puh. Ah, ist wohl eine coole Produktionsinsel, finde ich. Mehr Druck im Kessel. Tja. Tja, ja. Alles kurz abladen. Aber die können eigentlich auch kurz hier stehen bleiben. Frachtschiff steht bereit. Hoppala. Ich wollte dich nicht haben. Sorry. Geh weg damit. Wer den Eid bricht, wird sterben. Toll, jetzt ist er weg. Du bist schuld. Du bist schuld. Draufgeschissen. Boah, ich bin jetzt gerade hier. Es ist zu spät am Tag. Ich komme so nicht klar mit dem ganzen Zeug. Ich klicke fünfmal irgendwo hin, wo es keinen Sinn macht. Meine Güte. Und fort mit euch, auf Seite. So, Speicherstart. Jetzt kann ich in das nächste Schiff hier handeln gehen. So, Module. Wir brauchen auf jeden Fall die volle Depotanzahl. Darf man nicht vergessen. Die können wir auch hier hinten hinsetzen, ist egal. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist Anlegestellen. Und zwar viele. So, dann machen wir jetzt mal ganz krass hier. Eins, zwei, drei. Ah, warte mal. Wenn wir die tiefer ziehen hier, ne? Dann könnten wir die auch so setzen. Dann haben wir nochmal ein, zwei mehr. Sehr gut. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ah, noch besser. Der kommt weg. Geh weg da. Verpisst euch. Hallo. Ah, es geht nicht. Boah, die Schiffe, ne? Ich sag's euch. Machen's nicht einfacher. Machen wir dann so.
Jetzt kann ich alle nochmal neu ziehen. Boah, Mann. Also ich bin ehrlich, also das Bauen, was die bei so Speicherstätten oder Zoos und Museen gemacht haben, ist auch wirklich bekloppt, ne? Dass sie so alle ganz komisch einzeln ziehen muss, gefällt mir gar nicht. Wir ziehen die erstmal einzeln, weil hier müssen so viele hin wie möglich, weil das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Produktion. Wie man offensichtlich sieht. Da wird man sogar noch welche hier hinsetzen. Warum nicht? Bietet sich hier an. Warum kann ich da jetzt keins bauen? Weil der im Weg ist. Ah ne, weil da die Speicherstätte ist. Okay, sorry, ich hab nichts gesagt. Ich wollte schon sagen, ich wollte hier schon wieder meckern. Ja, 4 brauche ich noch, ne? Setzen wir erstmal dahin. Den Rest schön machen können wir ja gleich irgendwann. Also beim nächsten Mal eine wahrscheinlich dann. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Kommen noch ein paar Depots hin, ne? Ja, da kümmere ich mich beim nächsten Mal drum. Ist jetzt erstmal egal. Nutzt man halt hier noch ein bisschen den Platz und so, ne? Das ist erstmal Wumpe. Hauptsache, die stehen erstmal als Depots da, damit die ganzen Handel hier funktionieren. Weil siehe da, Seife kommt. Witzigerweise sogar genau das Seifenschiff erwischt. Nice. Und? Tja, ist nicht jeder mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Was heißt denn der Silberlöffel im Mund geboren? Du hast alle Bedürfnisse, Junge. Was holst denn du rum? Und warum ist eigentlich hier? Wie kann das sein? Ach so, schlechte Nachricht. Ich wollte schon sagen, weil ich mache doch gar keine Propaganda mehr. Schon lange nicht mehr. Kann nicht jeder mit einem Silberlöffel im Mund geboren sein, hat aber die volle Zufriedenheit, weißt du? Also nicht Zufriedenheit, aber alle Bedürfnisse. In jedem Feld wächst auch ein bisschen Unkraut. Ja. Die Menschen lassen sie hoch. Dann ist das fertig und wir können da jetzt Zeug verkaufen. Also insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und bis jetzt hätte ich das alles hier technisch gesehen noch in Grenzen. Strom läuft auch hervorragend, wenn man sich die Sachen so anguckt. Alle auf 200 glatten Prozent, immer schön, ne? Perfekt. Top. Habe ich mein Tagesziel erfüllt eigentlich. Das hier ging schneller als erwartet. Da habe ich tatsächlich gedacht, hier wird es wahrscheinlich irgendwie Stunden dauern gefühlt, aber ging relativ fix eigentlich. Der Aufbau war recht simpel. Ja, hier vollkühlt Schiffe weg mit dem Schrott, Alter. Piratenmonitor, weniger Baukosten, Linienschiff und Schlachtkreuzer ist okay. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. 12 Einfluss, wie viel ist der normale Schlachtkreuzer? 12. Nice. Ja, wir bauen nochmal ganz kurz ein paar Handelsschiffe. So. Hier haben wir auch noch welche rumstehen, ist auch okay. Super. Dann brauchen wir. Ich müsste hier ein, zwei Denisbram nochmal entfernen, theoretisch. Aber ich will das erstmal komplett abschließen hier, deswegen nehme ich jetzt ganz kurz hier den Denisbram raus. Jetzt verlieren die natürlich ihre Bedürfnisse, ist klar, keine Frage. Das ist aber auch jetzt ehrlich mal gewollt, damit ich die noch kurz upgraden kann. Danke für die Liebenswürdigkeit. Weil das ist ja Quatsch, das jetzt hier so zu lassen, weißt du? Dann lieber einmal alles komplett voll machen, bis wir mehr dafür machen können. Wie viel teurer werden die denn pro Item? Was war das nochmal? Wie teuer ist die jetzt? 30.000, also 10.000 mehr. Das heißt, hier sind es wahrscheinlich 5.000 pro, ne? Oder auch 10.000. Ich produziere mal einen, den ich auf jeden Fall brauche. Warte, wen brauchen wir? Feras Al-Zahrami. Wenn ich produziere, sind es immer 5.000 mehr. Okay. Schwierige Angelegenheit. Aber, dann gehe ich hin. Können Sie sich das vorstellen? Ein Leben in Knechtschaft und Unwissenheit, ohne Zeit für die Schönheiten der Kunst und Bildung. Pass auf, weil mein Plan ist, bevor ich mich jetzt irgendwie was an der neuen, ach, ich sag immer neue Welt, bevor ich was im Cup ändere, bevor ich jetzt hier irgendwie umbaue,
würde ich eher noch lieber genießen, solange die mir Geld geben und alles. Weißt du, weil so Investoren... Nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet. Geben jetzt auch nicht gerade so wenig Münzen, auch wenn es jetzt nicht irgendwie die geilsten Sachen sind, aber allein das hier, so eine Bank und so, ist schon sehr lukrativ. Und sagen wir hier noch Geld und alles kriegen und wenn nicht ins komplette Minus gehen, obwohl wir teilweise halt Minus haben, ja, bin ich zum Überlegen, warte, wie löse ich das Ganze? Also mein Plan ist auf jeden Fall, ich will hier erstmal das bauen. Ja, die Insel wird bebaut, weil Bright Sands kriegt insgesamt 600 Ingenieurshäuser, 200 Investoren und 300 Handwerker. Ja. In Crown Falls machen wir 400 Handwerker, also ein bisschen mehr, 1000 Ingenieure, also auch fast das Doppelte, und 716 Investoren und 211 Forschung. Also, hier, Wissenschaftler und 20 Touristen. Das heißt, alles, was Touristen, die Gelehrten und Investoren angeht, ist ja prinzipiell erstmal egal. Uns geht es ja erstmal um die Produktion. Und da brauchen wir die neue, ach, ich sag schon die neue Welt, da brauchen wir das Cup nicht. Sondern nur Bright Sands erstmal. Prinzipiell, ja. Jetzt ist mein Problem, was bei der Rechnung nicht ganz so aufgeht. Ich habe ja, das zeige ich euch nochmal eben ganz, ganz kurz, da zoome ich auch nicht ran oder so, sondern ich will es nur ganz kurz diesen groben Schritt zeigen. Was mich nicht ganz so hinhaut bei der ganzen Sache, die ich jetzt da gerechnet habe, ist, die Sachen, die wir produzieren, habe ich anhand dieser Weltstatistik hier, deswegen ist ja die Einwohnerzahl so geregelt, wie sie geregelt ist, gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier gesagt habe, das und das wird in der alten Welt gebaut, dann wird das und das in der alten Welt auch an Einwohnern verbraucht. Sprich, hier zum Beispiel, ich hoffe, ich habe das mal hier zusammengerechnet. Nee, nicht. Da, nee. Hier, das erste. Ich habe jetzt geguckt, okay, Bauern, da brauche ich Fisch, Arbeitskleidung, Schnaps, dann Kartoffeln, Wolle, Schweine, Weizen, Mehl, hier Hopfen, die Felle und Trauben. Das ist alles hier. Ja? Und ich habe hier rechts auch noch irgendwas. Ja, ja, hier Beton. Und ich glaube, das war's. So in der, im Cup, ja, da brauchen wir nämlich was anderes. Da wird nämlich dann gemacht Rindfleisch, auch Felle teilweise, ja, wird sicher ein bisschen aufgeteilt, Weintrauben und Holz und Steine. Das heißt, da müssen wir mich gucken, dass wir es ein bisschen differenzieren. Ich habe natürlich einen Puffer eingebaut, wie man sieht. Ja, hier ist natürlich ein Saldo-Puffer, ein großes drin. Deswegen ist die Überlegung, ob ich versuchen soll, das Saldo einfach zu umgehen und alles dann hier hinkleister. Dass wir beim Einhalten ein bisschen weniger Saldo haben, weil ich habe ja extra so eine Differenz eingebaut, die wir einhalten können. Ja, und da habe ich halt in der alten Welt fast 5000 Bauern über. Bei Arbeitern geht das nicht so einfach, bei Arbeitern haben wir 887. Ja. Aber sowas wie Bauern zum Beispiel können wir halt hier alles machen. Das sind so Kleinigkeiten, die mir jetzt gerade noch so eingefallen sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall gerne alles hier machen, in Bright Sands. Und wenn wir hier dann durch sind auf dieser Insel, dann haben wir genug Sachen, um danach in der ganzen Cup-Welt alles einfach nur nachzuziehen. Bautechnisch. Weißt du? Das ist zwar die Frage, weil, was mir jetzt dann daran ein bisschen eine Schwierigkeit bietet, wir bräuchten dafür ein bisschen mehr Dennis Brammen. Und zwar zweimal noch unten links. Das wären dann ja logischerweise hier 50 und 55.000 und mindestens einen einzigen, der hier oben arbeitet. Da aber auch bei den Handwerkern, glaube ich, auch ein Dennis Brammen bei ist, genau, müssen die sogar fest sein. Also wir brauchen auf jeden Fall so, sagen wir nochmal so 60, 70.000 Forschungspunkte. Was nichts anderes heißt, außer wir brauchen mehr Gelehrte. Was schwierig ist, weil, ne? Bedürfnisse sind wir jetzt ja schon knapp dran. Deswegen kann das jetzt nicht so gut funktionieren. Deswegen bin ich gerade dabei, hier eben durchzuskippen, dass wir zumindest einen Dennis Brammen, weil die sind ja alle hier, nach oben nehmen können. Und währenddessen schon mal die hier upgraden. Kein Holz mehr. Das ist natürlich wunderbar. Kisten unter Deck!
Ah, nimm das Stein mal wieder mit, ganz kurz. Gehst du dir von da holen. Mehr Druck im Kessel. Apropos, der hier, Stahl reinpacken. Tschüss. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, nimm du auch nochmal ganz das Holz mit. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Neue Befehle? Neue Befehle? Du bist der Lehrer. Also der gleich leer ist. Nimmst du ja auch einmal Holz mit und fährst auch mal ganz kurz nach da oben. Darauf warten wir noch eben ganz kurz, wenn ich das so schön abgeschossen habe. Dann hätte ich nämlich die hier fertig als Arbeiterhäuser. Dann kann er natürlich später hinkommen und nochmal ein paar mehr reinzupacken, aber prinzipiell wird er hier gerade nicht unbedingt benötigt. Ja, die haben zwar natürlich Bedürfnisse an Fisch und auch, warte, ich muss jetzt hier unten dann klicken, da. An Brot, Wurst und Fisch, klar. Und sind dadurch natürlich weniger als die Hälfte. Aber wir haben einen maximalen, also einen übelst übertrieben krassen Überschuss an Arbeitern und sind eh nicht drauf angewiesen. Das heißt, vorübergehend können wir da auf jeden Fall einige von wegnehmen. Aber ich würde erstmal nur einen Dennis Bram wegnehmen. Das ist ein Bierschiff, toll. Ei. So nämlich. Passt. Dann kann der mich hier raus. Und da rein. Müssen wir natürlich noch kurz warten, bis die ganzen Häuser ein bisschen hochgeploppt sind, weil die kriegen jetzt erstmal ihren Fisch. Und müssen Kinder kriegen. Ich bleib mal ganz kurz hier hingescrollt, weil vielleicht weiß ich das beim nächsten Mal noch. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Weil es ist erstmal ein richtig guter Start dazu gewesen hier. Jetzt geht es auch, wie ihr seht, alles ein bisschen schneller. Jetzt kaum sind die Felder weg, alles viel entspannter und schneller. Gebäude bauen, einfach ganz kurz kopieren, kling, 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 fertig. Oder hier. Das sind alles so Kleinigkeiten, weißt du? Das ist echt praktisch. Beim nächsten Mal können wir dann hier, wie gesagt, noch den Hafen ein bisschen ordentlich und schön machen. Und wenn das läuft, dann haben wir es auch schon so weit, dass ich prinzipiell sogar schon direkt die Handwerker machen kann. Ja. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil da müssen wir mit der neuen Welt arbeiten. Ja. Ist ein bisschen nervig. Und ich glaube, aber da kann ich mich jetzt irren, aber ich glaube, Brillen waren erst bei Ingenieuren, oder? Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. Genau, das letzte, was hier war, war nämlich Pelzmäntel. Und ab Brillen, genau, das nächste Item, das ist dann Ingenieure. Genau. Gott sei Dank, weil Brillen brauchen halt auch wieder dann... Das ist das erste Gebäude, wo ich Items benötige. Und Items ist halt, wie ihr wisst, ne, wieder ein Scheißpunkt. Aber ist okay. Gut, dann würde ich sagen, jetzt komme ich dahin. Mich vermisst, wenn ich es noch auf dem Schirm habe. Perfekt. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.